Okay. Okay, Overcast Sniper. Nimm 8. Aber 3 Kudas, das sieht man selten. Ja, liegt natürlich an den Sachen, die gesperrt worden sind. Gib mal auf Ducato, der ist schon direkt in Fab E-Spawn. Ja, wird jetzt geholt von Torres. Aufgefasst von Ihnen und Hanna dürfte den ersten Kontakt dann haben im Haus und nun Gandhi, der schöner Snapshot. Denk mal, Fab E wird jetzt. Oh, Kili geholt in Kitchen. Torres im Bunker durch, hat einen gespottet, aber er wurde auch gesehen. Wird nicht ausgezogen. So, Kuna, letzter Überlebender hier. 1 gegen 3 Situationen. Kann er hier irgendwas Wurde anrichten? gespottet. Ja. Boah, da Keine Chance. kann er auch leider nicht viel anrichten mit der CUDA auf so einer Distanz. Gunelite macht genau da weiter, wo er aufgehört hat bei Hardpoint. 3-0. 300 Punkte, 150 Punkte auch schon von seinem H6DK entfernt. Und ja, also er zeigt wirklich, warum er zu den Besten ja, in Europa gehört, ne? Ja, auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt in der Verteidigerposition mal schauen, was Navix jetzt machen kann, ob die irgendeine Special-Taktik hier am Start haben. Ja, ich bin bei Max, also bei Max drauf. Er hat hier am 8, haut auch schon die Nate raus. 3 down jetzt schon. Wie schnell das jetzt gerade passiert ist. Kann er den Ja. dritten holen? Das wäre so wichtig. Aber er wird auch schon gechallenged von beiden Spielern. Erfolgreich weggekommen. Oh, und er. Ja, Doris, wo ist dein Aim? Aber Max Max macht geht, er ja, er macht das macht es eigentlich schon klug. schlau, ne? Also. Ja. Er sucht offensiv die Gegner. Also er versucht nicht irgendwie hinten herum auf Plant, sondern. Aber Fabni macht es auch richtig gut. Die bleiben ganze Zeit zusammen. So wird es umso schwerer für Max. Da denke ich, aber jetzt müssen wir zum Bunker rüberschauen. Also das ist Wahnsinn, ne? Wie man, also wenn man im Ja. Podcaster und sieht, Ja. wie nah die Spieler eigentlich aneinander dran sind. Na. Und er legt und da kommt er Ja. vorbei. Ja, wie ein Kampf. Ärgerlich.